Guten Tag, hier ist der Gusua wieder einmal. So, hier hat Memento Mori gerade einen rausgehauen und er schickt, oh ja, hier schicken Rathaus 10er auf jeden Fall. Ich hätte ihn trotzdem weggeklickt, weil ich halt mit Queen Walk da no chance gehabt hätte. Aber da gucke ich rauf und denke mir, Alter, der ist ja nicht mal Maxed 10 gewesen, also von den Mauern mal ganz zu schweigen, aber. Ja, der war Rathausstand 9, ganz einfache Sache. Und ja, den will ich euch einfach mal geben. Hier schön Golems vorgesetzt mit Magiern und dann kommen richtig schöne Hexen. Und zwar richtig schöne viele. So. Dam, 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 dam. Dam, dam. Und die können natürlich alle schön springen mit ihren Skeletten. Und hier wird die erste, ja, Armada von Skeletten halt auch richtig auseinandergenommen. Aber die werden natürlich gleich wieder neu gespawnt. Geht's gleich wieder schön rein. Jetzt ist hier mal richtig schön Rambazamba angesagt. Den großen Wächter gezündet und der machte einfach mal kurzzeitig die Truppen unsterblich. Und jetzt gehen die Hexen hier aber auch down. Ihr seht das. Ja, zack. Da überlebt nicht mehr viel. Na doch, hier haben wir noch. Na doch, sind noch 5 Stück. Ich glaube, 5 Stück sind es noch. Immerhin, die haben wir gut überlebt. So, Golems natürlich noch. Pff, da ist noch gar nichts. Also ich denke mal auch, also ich habe ja gesehen, wird ein 3-Star, klar. Aber das sollte auch ein ganz easy Ding gewesen sein, denke ich mal, oder? So, Queen kümmert sich richtig geil. Man sieht wieder, die Range ist es. Und so läuft das hier auf jeden Fall ab. Loot war natürlich auch gar nicht schlecht, logisch. Ich bin mal gespannt, wie viele Pokis es gab. Da habe ich jetzt nicht mehr drauf geachtet. Aber hier eben auch noch. Und das ist wirklich eine Sache, die ich noch nicht so beherrsche, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich lasse mir nicht noch bis zum Rest ein paar Truppen. Gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Also klar, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie habe, was weiß ich, ein paar Heiler oder sowas, die baller ich auch nicht alle raus. Aber zum Beispiel, egal ob ich jetzt viel oder wenig Mauerbrecher bei hatte, am Ende des Kampfes sind sie alle weg. Also von daher muss ich mich da auch irgendwo noch ein bisschen zusammennehmen. Das ist auf jeden Fall, was ich noch ändern muss. Und trotz der wirklich, wirklich low base, sage ich mal, noch schöne 8 Pokis mitgenommen. Einwandfrei auf jeden Fall. Und ich habe mir einfach auch gedacht, so zwischendurch darf auf jeden Fall wieder mal ein Legenden-Gameplay dabei sein. Na toll, ja, da hat er auf den Sack bekommen, würde ich mal sagen, bei der Dev. Gucken wir mal rein. Weil wie gesagt, immer ein bisschen Kommentare, vollkommen in Ordnung. Aber will ich eben auch nicht 3 Kommentarvideos hintereinander machen. Dann muss halt eben auch mal wieder was anderes kommen irgendwie. Und klar, jetzt bin ich natürlich gerade in gnadenlos drinne. Dann will man natürlich auch die Chance nutzen und sagen, gut, okay, komm hier, ihr seht mal richtig, wie das hier so abgeht. So, jetzt müsste ja genau Adlerartillerie geht los und shootet da erstmal schön auf den Golem. So, der Freeze hat ordentlich gesessen, würde ich sagen. Schön Magierturm gewesen. Ja, der Inferno wurde schön deaktiviert. Das ist doch schön. Naja, scheiße. Nee, das war nicht schön. Fällt mir ein. Das war ja eine Verteidigung. Böse gemacht. Böse war der Gegner. Ja, so viel dazu. Alter, hat der Inferno das echt noch alles ausgehalten? Krasses Ding, ey. Schön auf Single und jetzt brutzelt er. Jetzt ist richtig krass. Ich meine, wenn der halt wirklich, wenn der überlebt, dann ist natürlich echt, dann managt der noch einiges, ja? Ja, ich meine, jetzt ist eh der Drops gelutscht. Ich meine, man hat dann die 2 Sterne verloren. Die 3 wären es eh nicht mehr. Da steht noch viel zu viel. Aber klar, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Und da ärgert man sich dann natürlich, logisch, klar. Aber gegen so einen Gegner, ich würde so knallhart 3 Sterne kassieren, geht gar nicht. Ich würde da so aufs Maul bekommen. So, na toll, ja genau. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwas haben.
Angriff. Loot, seht ihr ja, ist nicht schlecht. Vorteil natürlich für den Angreifer, also für den Sir Mike, auf jeden Fall hier Sachen im Upgrade. Also sprich, ja, das Goldlager ist total Banane, aber immerhin die zwei Magiertürme. Hier noch ein Bogiturm, der nochmal Einzelschaden machen würde, auch weg. Also die Base ist schon in Anführungsstrichen etwas geschwächt. Auf jeden Fall. Muss man einfach mal so sagen. Und das wird natürlich schamlos ausgenutzt. Weil nämlich, ich denke mal, in dem Bereich hier würde der Magierturm nämlich normalerweise schon splashen. Und da ist nix. Adlerartillerie muss jetzt down gehen. Ja, die ist weg. Und jetzt würde ich mal sagen, wird hier das Town Hall richtig schön. Ja, egal was passiert, selbst wenn die Queen weg gewesen wäre, der große Wächter hätte das noch mit seiner Riesenreichweite halt. Definitiv klären können. Queen ist noch nicht gezündet, wird jetzt garantiert gleich gezündet. Zack, und da ist es. Ich gehe mal auch davon aus, dass er da noch so lange warten wollte, bis er halt den Flächenschaden weg hat vom Gegner, dass er dann halt bei der Ability halt wirklich die kleinen Bogies nicht gleich down gehen. Zack, das war's. So macht man einen Two-Star in Titan. Läuft auf jeden Fall. Ziemlich geiler Schissel-Missel. Was ich natürlich auch ziemlich, ziemlich geil finde, ist, der Lichtle hat die 200k geknackt. 200 fucking K. Richtig, richtig geil. Also, Lichtle, wenn du es siehst, yeah. Fein gemacht. Nee, also wirklich mega geiles Ding. So muss das sein. Wenn man mal überlegt, er war zuvor eigentlich gar kein COC-Spieler. Er kam halt wirklich durch Rampless da drauf. Er war ja auch so ein Minecrafter. Und dann so übel abzugehen, ist schon richtig, richtig krass. So, jetzt wechseln wir mal kurz noch den Account. Und dann schaue ich mal, ob ich euch noch was anderes zeigen kann. So, da bin ich wieder in meinem zweiten Account. Hab hier natürlich wieder ein bisschen Elixiermangel. Aber so ist das halt. Drache bitte. Ja, dann kriegen wir auch einen Drache hin. Def. Eine gute Def ist ein Drache. So. Jetzt gucken wir mal, was hier so geht. Ich würde mal sagen, Schweine zum Locken genommen, oder? Also, hätte ich jetzt mal so gedacht. So, Queen Walk. Mit Queen Walk sozusagen Einstieg gemacht auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt. Ich meine, 95% ist natürlich wirklich für einen Queen Walk schon echt eine richtig, richtig geile Nummer. Muss man einfach mal sagen. Und ich sag mal, ein Golem, Schweinchen. Ich meine, das würde ja theoretisch bei mir auch alles reinpassen. So ist es ja nicht. Müsste man mal gucken. Also, weil man muss ja auch immer so ein bisschen für Neuerungen offen sein, wenn man guckt. Wie gesagt, hätte ich die Neuerung nicht gemacht, dass ich gesagt hätte, oh hier, ich nehme die Luckys nicht zum Clearen, sondern ich nehme halt Bogies und Barbaren, wäre das natürlich auch noch wieder was ganz anderes gewesen. Von daher muss man halt wirklich gucken, wie könnte man es machen, kann man es noch besser machen. Und ja, das sieht ganz so aus. Eben außen schön rumgerannt. Jetzt bin ich aber echt gespannt, wann hier die Schweinchen und sowas kommen. Da bin ich mal richtig. So, jetzt wird die Queen hier langsam ein bisschen Probleme bekommen. So. Wir haben aber einen Rage. Ich hätte den Rage schon fast rausgehauen. Da hätte ich nicht die Ability genommen, da hätte ich den Rage rausgehauen. So. Nicht so schnell. Ah, okay, du hast also die Schweine sozusagen zum Ende hin. Okay. Was hätte jetzt dagegen gesprochen, die am Anfang zu setzen?
Besonders wenn du nämlich dann sagst, jetzt, oh, die Zeit, dann hättest du ja dann nicht das Problem gehabt. Sehr, sehr gut den Heil gedroppt, auf jeden Fall. Ja, hier die Skelette sind natürlich dann nicht so toll, logischerweise. Ah, ja, rasierst du schön die Base, auf jeden Fall. Ja, klar, einfach die Schweine halt ein bisschen früher gesetzt. Und dann hättest du da richtig schön. Aber ganz ehrlich, ich meine, du hast die Base gerockt. Fertig aus. Ganz klare Geschichte. Gutes Ding. Sollte man sich eventuell im Kopf behalten. Nett. Also ich würde den Go. Also ich. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Das ist nicht so verkehrt. Dann würde ich nämlich Folgendes machen. Das ist gar nicht. Ah, das gefällt mir ja jetzt. Das gefällt mir ja jetzt. Oh, Licht läuft an. Keine Yeah. obszönen Sachen. Ich bin in der Aufnahme. Oh. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Also, ich habe es auch in dem Video schon mal angesprochen. Herzlichen Glückwunsch zu 200.000 Subs. Thanks, bro. Ja, okay. Ich höre mal, meine Stimme ist komplett weg. Ich bin schon wieder krank. Aha. Okay. Ja, wir machen hier mal ganz kurz einen Cut. Und dann war es das erstmal. Ach so, ja, Video ist eh zu Ende. Wir haben 12 Minuten hier. Das reicht doch aus. Lichtle, du sagst noch Tschüss. Jo, tschüss, Leute. Bis dann. Ciao, ciao.